Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kaffeekrämer-Video mit mir und meiner Siemens EQ6 Plus RS400. Oh, nicht jeder hat ja gerade so viel Kaffeebohnen zu Hause. Dann kann die Siemens EQ6 Plus RS400 auch den Kaffee mit gemahlenem Röstkaffee zubereiten. Das heißt also, wir können hier aus normalen gemahlenen Röstkaffee können wir Kaffeekrämer produzieren. Es ist natürlich nicht so massiv geil, finden wir, aber es ist eine Geschmackssache. Es gibt auch viele Menschen da draußen, die sagen, es gibt nichts über frischen Filterkaffee. Okay, dann ist es so. Wenn ihr also ein Fan von Filterkaffee seid und eine Siemens EQ6 Plus S400 zu Hause habt, könnt ihr trotzdem Filterkaffee im Prinzip herstellen, indem wir jetzt eine Kaffeekräme aus Filterkaffee machen. Und der Maschine natürlich. Die Maschine sollte betriebsbereit sein. Die Maschine sollte befüllt sein mit Wasser. Auf der linken Seite haben wir einen Tank. In den Tank kommt einfach nur Leitungswasser herein, bis zur Maximallinie. Und dieses Wasser sollte, wenn ihr extra Flavor haben wollt, auch mit einem Filter ausgestattet sein. Diesen Filter solltet ihr, wenn ihr super extra Flavor haben wollt, alle 2 Monate gewechselt werden. Gut, also Wasser ist da und Filter ist da. Maschine ist an und dann gehen wir auf der rechten oberen hinteren Seite ist ein kleiner Slot. In diesen Slot kommen auch die Reinigungs-Tabs rein. Zum Entkalken zum Beispiel oder zum Reinigen selber der Maschine. Und bei dieser Tab kommt auch dann unser Filterkaffee rein. So, dort kommt also gemahlener Röstkaffee hinein. Harmonisch und kräftig. Nicht mehr als 2 Kaffeelöffel an oder von diesem besagten Kaffee dort bitte hineinpacken. Denn ihr müsst sehen, auch nichts anderes da rein. Also keine Steine, kein Sand, keine Spielzeuge und auch keine Bohnen. Denn wir haben sozusagen eine kleine Pipeline in der Maschine, die einen Weg um das Mahlwerk dieser Maschine herum sich befindet. Das bedeutet, dass durch diesen Slot direkt in den Pressraum, also in den Kolben, wo dann die Arbeit vollzogen wird, also der Espresso gemacht wird. Und das ist nämlich das Besondere an der Maschine. Ein Espresso ist eine aus Mailand stammende Kaffeezubereitungsart, bei der heißes Wasser mit hohem Druck durch sehr fein gemahlenes Kaffeemehl aus gerösteten Kaffeebohnen gepresst wird. Und das wird ja auch an dieser Maschine hier praktiziert. Und der Kaffeekrämer selber ist eigentlich normaler Espresso mit noch mehr Wasser drin. Das ist ein Kaffeekrämer. Im Prinzip ist der Kaffeekrämer das Pardon zu normalen Filterkaffee. Und wir gehen ja jetzt hin und packen hier auch noch Filterkaffee rein. Gemahlene geröstete Röstkaffeelinchen. Die müssen geröstet sein, die müssen gemahlen sein und können dann also direkt in den Raum rein, wo dann gepresst wird und mit heißem Wasser durchschossen wird. Um das zu machen, müssen wir die Maschine natürlich auch noch vorbereiten darauf. Und ihr sagen, bitte nimm nicht aus der Mühle, sondern von unserem extra applizierten Kaffee. Erstmal, wir nehmen ganz normale Kaffeetassen. Denn ein Kaffeekrämer ist eine ganz normale Kaffee mit extra Sachen. Ein echter Kaffeekrämer wird im Grunde genommen wie ein echter Espresso zubereitet. Die verwendete Wassermenge entspricht aber der einer größeren Tasse Kaffee. Als Krämer bezeichnet man dann die dicke goldbraune Schaumkrone, die bei der Zubereitung des Kaffees aus der Maschine dann in den leckeren Kaffee appliziert wird. Sehr geil. Ich finde, das ist ein Upgrade zu normalen Kaffee. Und wir machen das jetzt hier an der Maschine sogar mit der Hilfe von Filterkaffee. So, drunter damit, denn hier kommt der Kaffee heraus. Und nun, optional, haben wir jetzt die Möglichkeit, um richtig den heißen Kaffee genießen zu können, werden wir erstmal jetzt die Tasse spülen mit heißem Wasser. Dazu gehen wir wie vor. Die Maschine ist an, betriebsbereit. Wir haben das Screen vor uns
Und rechts oben haben wir ein Kaffeetästchen mit einem Plus. Da drücken wir drauf. Dann kommt heiß Wasser im Display. Jetzt, ich habe große Tassen hier. Das sind jetzt nicht die super Monster großen Tassen. Guckt einfach die für, ne, hier. Ne? Das sind nicht Standard, aber es sind schon größere Kaffeetassen. Deshalb nutzen wir jetzt M11, um zu wählen klein, mittelgroß oder groß. Und nun können wir diesen das Wasser heiß machen und hier reinfüllen. Start und Stopp drücken. Davor müssen wir aber noch den Milchschlauch abziehen, weil ansonsten würde hier Wasser durch und unten einfach in die Auffangschale. Das wäre doof. Drücken wieder Start. Jetzt geht's los. Jetzt wird also heißes Wasser in unsere Tasse gefüllt und dadurch wird die Tasse erhitzt. Die Tasse ist ja aus Keramik, Porzellan, Glas oder anderen Sachen, Kunststoff etc. Und vor allen Dingen, wenn ihr zweiwandige Stoffe dort habt, wo dann eine Schicht von Sauerstoff, von Luft in der Mitte zur Isolation ist, ist es wichtig, dass die innere Schicht dieses Konstruktes dann auch richtig schön erhitzt bleibt, damit der Kaffee, der später dann da rein droppt, nicht direkt so ein paar Grad runtergekühlt wird. Das wäre ja doof, oder? So, das heißt, heißes Wasser ist auch nicht nur zum Erhitzen jetzt da, sondern auch zum Desinfizieren. Wenn zum Beispiel da mal ein dicker Broma reingeschissen hat oder so, dann wird das direkt jetzt mal von keinem gereinigt. Ne? Ist doch gut. Wir können auch jederzeit hier oben mit Start und Stopp abbrechen. Dann wird der Vorgang nämlich gestoppt. Und wir haben jetzt unseren heißen Wasser hier drin, welcher unsere Tasse erhitzt und dadurch betriebswarm generiert. So, jetzt um loszulegen, gehen wir hier auf die Abbildung des Kaffees. Das ist der dritte von links. Und da steht Kaffeecreme. Nun müssen wir der Maschine sagen, dass wir ja bis zu zwei gestrichene Löffel Kaffee oben in die Maschine gekloppt haben. Ne? Haben wir schon reingetan. Das könnt ihr jetzt auch erst reintun, ist kein Problem. Dafür benutzen wir die Bohnenkaffee oder die Bohnentaste. Und drücken uns hier durch, stark, sehr stark, Double Shot stark, Supermonster stark und Pulverfach. Pulverfach bedeutet, dass wir gemahlenen Röstkaffee benutzen wollen, um diese Kaffeecreme herzustellen. Dann können wir hier drüben die Größe der Tasse variieren. Groß, klein, mittel, groß. Ich nehme groß. Wenn ihr eine normale Standardtasse hättet, dann wäre dann mittelgroß. Und wenn ihr eine kleine habt oder nur wenig Kaffee wollt, weil ihr ganz viel Milch oder anderes Zeugs reinkippt, nehmt ihr klein. So, was wir jetzt machen, ist das Wasser hier wegschütten. So, wieder drunter stellen. Guck mir hier, die dampft richtig. Also es ist richtig betriebsbereit da drin. Alles schön heiß, alles schön warm. Wir können hier auch unseren Freund wieder anklemmen, wenn wir später mal irgendwas mit Milch machen wollen. Zack, ist wieder dran. Jetzt können wir also hingehen und loslegen. Wir kontrollieren nochmal, Wasser ist da. Höchstens zwei Kaffeelöffel sind rechts oben in dem Einfüllfreund drinne. Das Pulverfach ist geschlossen. Wir haben hier auf Pulverfach gestellt, die Größe anhand eurer Größe eingestellt. Den hier ziehen wir so weit runter wie möglich. Und nun wird die Kaffeekrämer aus unserem gemahlenen Röstkaffee zubereitet, indem wir auf Start Stopp drücken. Was jetzt nicht kommen wird, ist, dass unsere Bohnen also im Gerät selber dann aufgerieben werden, sondern es geht direkt jetzt zum heißen Wasser bzw. zum Pressen über. Jetzt wird also das eingefüllte gemahlene Röstkaffeelinchen in den Pressraum gesetzt, zusammengepresst. Mit einem hohen Druck kommt jetzt das heiße Wasser da durchgeschossen und läuft jetzt hier in unsere Kaffeetasse herein. Und dann haben wir in 0,nix aus frisch gemahlenen Röstkaffee, also ganz normalen Filterkaffee, haben wir jetzt einen Kaffeekrämer kredenz, der jetzt nicht so viel Krämer haben wird, wie wenn er aus expliziten Espresso-Bohnen von der Maschine selber gemacht worden ist. Aber es kann natürlich auch sein, es gibt ja auch gemahlenen Röstkaffee, der auch schon Espresso-Kaffee ist. Dann habt ihr dort natürlich auch wieder die Krämerfunktion. Das ist aber eure eigene Entscheidung, ob ihr dort den Vorzug dort lässt oder dort.
das ist wirklich immer jedem selbst überlassen. So, wir sehen, ging recht zügig, dass wir hier eine richtig große Tasse lecker bekommen haben und können dann ja hier die Krämer beäugen und natürlich auch schmecken. Eine sehr gute, leckere Kaffeekrämer aus dem Pulverfach. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!